I think many guys. Jungs, das habe ich nicht angeklickt. Like to go. Ach so, okay. He's just stroking your hair because. Neues Szenario, Jungs. Alter, wie viel. Ach so, okay. Lol. Hallöchen und willkommen zu Super, ich bumms alles, was bei 3 nicht auf dem Baum ist, Seducer Part 5 von 10. In der letzten Folge haben wir die nervigste Frau der Welt überlebt, in einer Extreme Challenge, möchte ich schon fast meinen. Und heute sind wir wohl spitz auf eine alte Freundin von uns und geilen uns bereits am Smart Surface an ihr auf. Wie wir einer Friendzone-Freundin verführen können, erfahrt ihr in dem Video. Bei 2000 Likes gibt es morgen wieder um 18 Uhr den nächsten Part. Ihr kennt das Spielchen mittlerweile, abonnieren natürlich nicht vergessen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Have some more time. What have you got going on at the moment? Actually, I'm gonna sign up for some designer courses. Oh yeah? Yeah. Ist das eine Deutsche, die hört sich so... If you wanted to do that, right? Der Dialekt. Very excited. Very cool. What else? Nothing, not much. Enjoying nice weather. Just very happy. How are you? Yeah, pretty good. What's going on? Komischen Aussprache. Nothing, I'm not that busy. Kind of relaxed. Enjoying life, have some trips planned and stuff. Do you have anything planned, holidays or anything? This weekend I'm going to music festival and I was gonna ask you to come. Oh, I'd love to come. No, I was gonna ask you to come and to take care of my cats. Oh, was es nur Homo? Do you have some free time? Just few times during this weekend to come and to cook for Tom. Cook? Yes. You mean open the tin and like... No. He's not eating that. No, of course. He needs somebody to cook for him. And I was going to ask you. And, I don't know, just spend time with him, stroke a little bit, you know, put him in the bed when he falls asleep. Can you do that? You'll like it. He's very sweet. He's very sweet. Anstatt sweet, oder? Wo kommt die her? Die hat so eine ganz komische Aussprache. Es hört so ein bisschen... Ich kann das nicht ganz rausfiltern. Irgendwie so leichten deutschen Dialekt, aber irgendwie doch nicht ganz. Dope King, Doped King, Dankeschön für den Sub und Kilian, Dankeschön nochmal für die Bits. Alter, ich raff die Alte. Steht auf Outdoor Sessions. Ah. Sagt, dass das kein Problem ist und du sogar zweimal täglich kommen kannst. Wo ist das noch? Homo? Sag ihr, dass das lächerlich ist und sie deine Gefühle für sie ausnutzt. Sag ihr, dass du die Woche viel zu tun hast. Klar, wozu hat man Freunde? Sag ihr, dass du es tust, wenn sie dir einen bläst. Öffne den Reißverschluss. Okay, sag ihr das darüber, wie du dich um ihre Muschi kümmerst. Oh, Jungs, we have... Oh, many answers, guys. Yeah, sure, I can do that for you, of course. I don't mind doing that. Ask a favor in return as well. Sure, no problem. Because you've got these lovely lips, and it would be great if you could just give me a blowjob one time, quickly. Like, we just find a time that's good for you. Are you serious? Yeah, coffee shop, but another day. Sure, I'm your friend, Richard. That's why I'm asking you, because it's been so long. Friends don't do this for each other. Just make an exception, because it's been a while, and look at your sexy lips and stuff. I can't believe what you're saying. I'm sure you're great at it. You're sick. Just quickly. Do you want to talk to her? Just once. No. And I'll look after your cat forever. Well, it would be nice if that was the way the world worked, but women don't think like that, and there's no place to bring it up. So keep choosing those in the game, but in real life, never. Oh, ich hab gedacht, das klappt, Jungs. Was haben wir hier eigentlich für eine Situation? Also, es sind praktisch Freunde, die sie wahrscheinlich schon jahrelang kennen. Aber warum fällt ihm jetzt auf einmal ein, irgendwas von der zu wollen? Warum jetzt? Das muss ich alles. Well, to be honest, I always did think about doing things with your pussy, but not cooking for it. What? Richard, it's me. Yeah. Me, your friend. But you're very attractive, to be honest, and, you know, we spend a lot of time together. Yeah, but we've been friends for how many years? It's
spend a lot of time together, and sometimes at night when we're not together, I kind of being friends doesn't mean to do this kind of things for each other. And you know, you've got that picture on Facebook in your bikini and stuff. Yeah. You just look really sexy on it, and I just imagined. I mean, I'm happy you like me and you like my body, but no. I do. No, I didn't expect that from you. Well, it's not really nice. What do you think, though? What do you mean, what do you think? It's no. Maybe we never will never happen. Never? No, just friends. You know, friends. Meeting for coffee, looking after cats, things like that. So you're addicted, basically. You just meet me, put these sexy pictures on Facebook. Know that I'm thinking about you. You're mental? What's wrong with you? Man. Let's change the subject. Now that's pretty much how it would play out with most girls. They're just never. Not ready for that level of crap. Aber was ich mich frage, wenn diese schon davon ausgeht, never. Ich meine, es war ja viel zu heftig, aber wenn sie ja schon sagt, niemals von sich aus, dass es bei ihr überhaupt nicht in die Tüte kommt, was für Mindgames muss man jetzt fahren, um sie innerhalb von 10 Minuten von dem Gedanken, den sie schon seit Jahren hat, umzustimmen? Das macht für mich gar keinen Sinn. Außer man hat sich dazwischen jahrelang nicht gesehen oder so. Das ist interessant. Aber meines Erachtens, wenn sie schon so gefestigt ist hier, sag, dass du die Woche viel zu tun hast. Das ist es. Ah, you know, I'd love to help, but actually I'm pretty busy this week. Er muss von diesem Gespräch weg. I don't think I'd have time. Sorry, er will das gar nicht machen. Please think about it. Maybe you can do it. Just a few hours a day. Maybe I could, but I'm not sure, you know, what time I'm free and stuff. And I don't want to tell you I can, and then your cat's like waiting for his can ask you a favor. Salmon and stuff, and then I'm not there, you know? Okay, never mind. You can find someone else, I'm sure. Next time. Mm-hmm. Sometimes we need to say no, and the you know these girls that put you in the friend zone, that always ask favors, and you know you're kind of chasing them all the time. The way to break out is to start treating them more like a friend rather than a girl that you're trying to date, and this is a way to do it. So it's the correct option here. Who are you going to the festival with? With my boyfriend. Ah, this guy. Yeah. How is that? By the way. Oh my God! Is that all of it's okay. It's okay. Only okay. It's not perfect. Ah, tell he's me more. Very busy recently. We don't get enough time together. So I see him like once or twice a week. He's always in the office. Or even when he's at home, he's on his computer. So there is not much communication. Pay attention to you and stuff. Looks like that. Yeah, it looks like that to me. Probably his project taking too much time. Okay, aber das Ding ist, sie geht ja davon aus, dass es nur, ne, nur Freunde sind, dann kann sie das ja erzählen, aber jetzt ist der Motherfucker natürlich, wenn der das mitbekommt. Er ist jetzt ein Raubtier. Jetzt geht's los. Sag, dass er furchtbar ist und du so etwas nie tun würdest. Das darf man nicht machen. Nicht den Freund angreifen. Sag ihr, dass er scheiße ist und sie mit ihm Schluss machen muss. Nein. Sag, sie sollte dankbar sein, denn besseren kriegt sie nicht. Nein. Sag, dass das ehrlich gesagt, was ehrlich gesagt klingt, als sei er recht cool. Hä? Sag, dass das verständlich ist und du manchmal das Gleiche machst. Ja gut, viel arbeiten, nicht viel Zeit haben. Ja, es ist ja jetzt auch nicht so verwerflich, ne? Aber das sei ja recht cool. Was hat denn das mit der Aussage zu tun? Wenn, dann ist es eh. Wobei, aber eh. Aber nee, obwohl, nee, Jungs. Eh macht auch keinen Sinn, weil sie
hat ja Probleme mit ihrem Freund genau aus diesen Gründen. Und wenn er sagt, dass das verständlich ist und dass er das Gleiche macht, aber er will sie auch gleichzeitig anflirten, macht das keinen Sinn, weil er ist ja für sie dann auch in dem Zusammenhang schon abstoßend. Das macht auch keinen Sinn. Dann müssten wir... Muss es C sein? Well, yeah, he's not perfect, but I mean, could you really do better? Really? You think so little about me? Hä? Oh, I mean, aber you're hä? Nice and all, er macht sich übelst runter. Imagine, like, you were looking for another man, like, there wouldn't be that many lining up, would there? I disagree. I think many guys Jux, das habe ich nicht angeklickt. Like to go out with me. Yeah, but they're mostly like weirdos and freaks and... Oh mein Gott, er macht sie überfertig, Alter. Nearby, you know. Anyway, it's not nice to hear. Well, sometimes you gotta hear the truth. So stay with him, because I think... Was erwartest du? Yeah. Ja, hä? Okay, nicht sowas. Ich hab gedacht... This is close to being right, but it's a little bit harsh, a little bit evil. Das soll not the right time, since she's already suffering. Anyway, let's change the subject. How are you? How's it going? Work? Nach dem, was gerade gesagt hat? It's alright. I have some interesting projects, actually. And one of them didn't work out, but two are looking really promising. And if something happens, it could be pretty big. Yeah, so I won't say more, because you know what I'm like. I'm more action than words. So true. I'll tell you if it works out. And, oh. Was ist das eigentlich für eine Musik? Das ist was ich noch nicht ganz verstehe, ich habe ja angeklickt, einen besseren bekommst du nicht, um den Freund jetzt nicht schlecht zu reden, weil das ist ja auch, das macht man ja auch nicht, ne, als Kollege. Vor allem eigentlich müsste er, wenn die ja schon so lange zusammen sind, er müsste ja sozusagen ihren Freund ja auch kennen. Eigentlich ist es ja ein Lob für ihn gewesen, dann auf einmal dreht das aber so rum, dass er sagt, so, du kriegst eh nichts Besseres, du kriegst nur Freaks, bla bla bla. Aber in dem Moment, wo er doch das raushaut, degradiert er sich doch auch runter, oder? Weil dann sagt er doch indirekt, weil er sie ja dann wohl gleich anflirtet, wenn sie ja nur noch so Vollidioten abbekommen sollte, dass er ja dann auch einer ist, oder? Wenn er das so auslegt. Das macht er irgendwie... Er fickt sich doch damit selbst mit der Aussage irgendwie ein bisschen. Deswegen verstehe ich nicht, warum das überhaupt durchgegangen ist, so wie er das geschildert hat. Das macht für mich gar keinen Sinn. Wende deine Augen ab und du tust so, als ob du nichts sehen kannst, sagt das... Diese Frau schöne Brüste hat, ihr Arsch aber noch besser ist. Ey, sag's natürlich nicht und dass dein Freund viel... Was? Sag natürlich nicht und dass dein Freund viel hübscher ist. Ist es jetzt wieder die Schwulennummer oder was? Was ist das denn? Schau dir diese Frau an und sag etwas darüber, wie sexy sie aussieht. Das ist ja Bullshit. Sollen wir einfach mal B auf Yeah, I mean, she's got these really nice boobs and stuff. Like, can you see them? Like, very, like, aber das wird natürlich auffallen, logischerweise. See, but if you imagine naked, I think it would be pretty good, right? Oh, but don't be jealous, because you've jealous. Got... Well, of course, because you've got an amazing ass. Why would you be jealous? Oh. Do you remember that time when we did yoga together and you were doing this? Yeah, you were staring at my ass. You saw? Of course, it was mirrored there. What is it? Cat, cow, dog. Was ist das hier für eine Konversation, Alter? Dog or something like this? Yeah. That is brilliant. You have to show me that some more. Brilliant. You have friends. Why are you choosing that? It's not the time to give a compliment. It's not the time to give her validation. Okay. You want her to... Get out of your friend zone, not get deeper in it by just giving her exactly what she wants, but get nothing in return. That's very annoying, because guys always do that on a date with a girl. They're checking out other girls and they think girls don't see it, but they do actually. And what's the problem with that? It makes me feel like I'm not beautiful enough, to be honest.
Twitch buggt gerade einfach F5, wenn buffert. Echt, Twitch ist gerade ein bisschen broke. Ich bin gerade echt am überlegen. Hat jetzt gesagt, dass er die eine attraktiv findet. Aber es sollte sie ja auch nicht eifersüchtig machen, weil sie ja auch gesagt hat am Anfang, dass sie sich das niemals mit ihm vorstellen könnte. Deswegen. Du bist ziemlich tough. Ich finde, du hast wirklich schöne Augen. Du siehst gut aus. Das ist kein Problem, wenn du selbstbewusst bist. Du bist verrückt. Du hast eine echt heiße Figur. Mein Freund Mahmoud, dieser Mahmoud, würde dir gerne ins Gesicht spritzen. Jungs, der Mahmoud ist es. Oh, come on, that's bullshit. Everyone thinks you're very sexy. Really? Yeah, your body and stuff. Yeah. Oh. I was sitting, you know my friends Alex and Mahmoud and Reitgard. Mahmoud. Ach so, Reitgard? The other day and they were just saying like, who was it? Either, I think it was Mahmoud. He said, I would fuck Lilia all day, all night, like six times, whatever. You don't need to discuss. And then Alex said he'd love to, like, jizz somewhere on your face or something. And, you guys don't have any other subjects to talk about. Maybe we could all do it together, get her drunk, and she might be into okay. that. Can you ask her the next time you I see her if she to likes meet that? Meet them ever again, please. Well, they want to meet you, and I think they're willing to do whatever it takes. They don't need to. So don't worry. Many men are looking at you, checking you out, imagining sticking it in different places, and. Now I'm absolutely Nothing confident. Nothing wrong with your looks. Be Thank very you very confident. Much. Yeah. That so sounds like a compliment to me. So look, Mahmoud's having this big party on Friday night. We're all going to be there. Mahmoud. Maybe you could come. You know, just no you and way. The boys. No, I'm not coming. I Three don't care guys. About Mahmoud Three and guys. All your friends. You never had this kind of fantasy? Look, I never had this kind Let me put it to you like this. You said you're not feeling confident. So imagine on Friday night, you've got all these men just begging to it's not gonna work believe me shut up please just trying you to help your confidence me. No think of it like Richard. A life coaching class to be more confident you know no you're not Friday just for an hour you can pop in can you hear me yeah here I'm see. Very upset now really okay I was just trying to you know help your mood no, because you please said, don't do anything about it No, it's not that big problem. Okay, but just so you know, there are lots of men that like you, fantasize about you, basically just want You're you. Right. Right now, they're probably at home doing things and thinking about you. Alter. You're the one they Great think about. News. This is what I need to know. That's Thank okay. you very much. Anytime. I applaud your, you know, comradeship, bringing your friends into it. Especially Mahmoud, you know, that guy would really be into it. But definitely no place for that kind of thing outside of the game, of course. Mahmoud. Es muss die B sein. Das andere ist schon wieder zu flirty für sie. No, there's nothing wrong with the way you look. And I think you just need to be more confident. Very sweet. Thank you. I'll try. Etsy. Now here she's trying to bait a compliment, but you didn't fall for it, so well done. That's exactly what you should do, just a quick response with the facts. By the way, I saw your ex-girlfriend Who, a few Agatha? Years ago. Yes, oh. her. Agatha, oder? A hey. Nice guy. Nice guy. That's yeah, nice what, one. Well, he looked good and... He did. And she looked happy. And she did. That's shit. They look happy to me. Do you still have feelings for her? Well, I don't want to be with her, but I'd rather she was unhappy not being with me, you know, than happy with some dude. Right. And how about your love life? Are you still single? Oh, jetzt wird's spannend, Jungs. Aber die Frage ist, warte mal, warum fragt sie das? Warte mal, sie... Wohl doch, kommt schon hin. Ich finde die Konversation gar nicht mal so schlecht. Also wesentlich besser als die davor. Und diese unnatürliche Konversation am Anfang da im Club mit den zwei. Oh, nicht viel, ich bin Single. Sag, dass du ein paar Dates hattest und eine Frau wirklich nett... Was? Und eine Frau wirklich nett zu sein scheint. Sag ihr, dass du viel masturbierst. So, mein Chat will natürlich zählen, war klar. Sag, dass du gerne mehr Dates hättest, es aber niemand mit dir aufnehmen könne. Das ist Bullshit. Deute an, dass sie dir gefällt, dass dir eine Frau gefällt, die auch
in der Nähe ist. Wir machen erstmal das da. Yeah, I'm single and you know it's really hard because you know I'm a sex addict and I when I have a girlfriend I'm like having sex all day long basically. And so being single is really hard. So I'm basically, you know, I'm masturbate basically like maybe 10, 12, ach so. Sometimes more times per day. Please. You know, just sometimes watch some videos, sometimes just think about something, sometimes listen to something, maybe remember something. Okay, stop it. I got it. Yeah. 12 Mal am Tag. Sportlich, Alter, sportlich, Jungs. Very healthy, and uses a lot of calories, don't need to go to the gym as much. Alter. Serious point here, guys. Actually, don't jerk off so much. Makes you better with women. When you're a bit hungry, when you're out there, when your testosterone's up a bit, when you want sex more, you're more likely to actually even approach girls and, you know, work hard to have good conversations and meet them. So, less jerking off. Jungs, habt ihr gehört? Die Weisheit, weniger wichsen. Das ist besser. So, Jungs, jetzt machen wir mal wieder den Real Rap. Oh, nicht viel, ich bin Single. Das ist das Stupide. Das ist eine ganz normale. Wir müssen ja irgendwie so ein bisschen. Müssen sie ein bisschen eifersüchtig machen, glaube ich, so, dass sie merkt, so, oh, für. Obwohl, aber sie steht. Aber, obwohl, warte mal, macht das überhaupt Sinn? Sie steht ja eigentlich nicht auf ihn. Das ist ein normales Gespräch. Sag, dass du ein paar Dates hattest. Das geht schon wieder zu flirty, oder? Das ist schon wieder zu flirty. Vor allem, das ist auch so ein viel zu krasses Kompliment. Deutet an, dass sie dir gefällt, dass dir eine Frau gefällt, die auch in der Nähe ist. Yeah, I'm still single, but I did have a date recently with this girl. Yeah, and she was, you know, she's very pretty, but also she's just really intelligent. We had great conversation. So only one date so far, but definitely want to see her again because she seems Bro, great. Bro, nicht so. Dann ist das Gespräch vorbei. I'm happy for you. Hä? It's not sexy to just let her think that you're chilling at home playing PlayStation and you know. Never seen any girls, so why not have a dating life? It's going to make you more attractive, make her work harder to try and get you and move you out of the friend zone so that she sees you in a different light. It's the correct option. Spannungsbogen. Wir bekommen eine SMS. Was von deinem... Warte mal, von wem haben wir gerade eine SMS bekommen? Was von deinem Freund stand da oder was? Hä? Oh my god, guys are such dicks, I really need to talk to you right now. Ist das jetzt die von eben? Vor allem, sie ist mit Girl eingespeichert, oder? Und wurde umgehend mit, ich bin für dich da, warte etwas, bevor du antwortest. Jungs, niemals direkt. Remember that you need to treat her just like one of your average friends. You know, sometimes you can be busy, sometimes you can be doing stuff. You want to move away a little bit. Das sind die Psycho Games, Boys. Die Psycho Games. Niemals immer direkt antworten, sonst bist du immer abrufbereit. Das ist nicht gut, machst dich uninteressant. Ist zwar total bescheuert, wenn du eigentlich gerade Zeit hast, aber musst du sein, weil die Mädels, die haben eine Denkweise, da blickst du halt nie durch. So, das ist einfach bei denen so. Where are you? Why won't you respond? Ach, dann schreibt sie schon ein paar Minuten schon. Das ist aber auch unlogisch, oder? Wenn du nur ein guter Kollege bist, warum sollte sie da so akribisch drauf zurückschreiben? Antworte, sorry, ich hatte viel zu tun, ist alles okay. Antworte, ich war damit beschäftigt, das hier für dich anzufertigen und schicke dir ein Schwanzfoto. Junge, ist das Test. Don't do it. To be honest, I've never done it. Hey, hallo? Look at me. You don't need to do it. Gedacht, da gibt's jetzt eine Reaktion. Natürlich B. That's fine, you're not there immediately, but you know, you're still offering to help her. You're just not as available as you maybe have been in the past because you want to move out of the friend zone. So in your text it sounded like something serious is going on. What, how are you doing? Serious.
Ach so, was sie angezogen hat, oder? It's my boyfriend. We broke up. Oh. Yeah. Oh. We did. Mm. It was actually the right time to finish our relationship, to end it. Yeah. 3 years. Yeah, after it's all terrible. These years. Yes, I thought he was the right person to be my husband. Mm. Not now, right? Yes, not now. We couldn't. Jetzt geiert er richtig ab, Alter. And I had to end it. That's awful. Yeah, so bad. Yeah. You must be really sad. I'm very sad. Mm-hmm. 3 Jahre Beziehung dabei, direkt am nächsten Tag zum Freund gehen, komplett well, aufgetakelt, oder? Hang on a second. Okay. Im Mini-Kleidchen da. Alter, oh, ey, aber übrigens, guter, haben sie die Kamera gut gestoppt, oder? Sieht ja absolut katastrophal da aus. Die war 3 Jahre mit ihrem Typen zusammen, broke up, dann schreibt sie ihn an, dass sie sich so schnell wie möglich mit ihm treffen möchte, trifft sich mit ihm in dem Outfit. Von dem sie nichts will. Besorgt 2 Flaschen Champagner, um sie aufzuheitern. Besorge ihr Blumen, um sie wegen ihrer Beziehungsprobleme aufzuheitern. Besorge ihr etwas Wein. Besorge ihr einen Baum. Was für ein Baum? Aber es könnte vielleicht witzig sein, wenn der jetzt mit irgendeinem... Oder was für ein Baum sollen wir da reinschleppen, Alter? So einen kleinen, so ein was Bonsai? Bonsai-Baum? Aber Bonsai-Bäume sollen ja beruhigen. Vielleicht, das wäre eigentlich ein Joke, oder? Das wäre eigentlich witzig. Jungs, ich glaube, der ist sogar geil. Look what I've got for Lilia. What is that? Well, sure. I hope you like trees. And kumquats, because it's a kumquat tree. Yeah. That's the kumquat tree. Yeah, you can eat them and, I don't know, look, just look at it. Hat er da bestimmt rumstehen, Jungs, oder? Yes, I do. Great, so, you know, remember, this was like the new time in your life and it all started with the kumquat tree. That's a kumquat. Nice thing. Okay. Thank you. So you take it home, yeah? I will one day. Could you please just put it? Somewhere. Okay, I'll put him out there and I'll play some classical music because he likes it, so I'll do that. Can you have a glass of wine for me? Yeah, I can get you a glass of wine. Got some... Actually, do you want kumquat wine or just... No, just... Just white, normal, boring white dry wine, yeah? Yes, okay. That one. Thank you. I actually like this one, to be honest, but there's a better option here, but, you know, I hope you enjoyed it. Ja, schlecht eigentlich. Mm, take this. Cheers. Ach so, dieser Soundeffekt, oder? Gling. Also, wenn das nicht bearbeitet wurde. So, tell me what happens. We're going to talk about it anyway. Better to get it out of the way. Nothing special. I just took a minute to analyze what's going on and I realized I wasn't happy. In this relationship, and I thought that relationship was something nice, but it wasn't for me, and it was the right time to end it up. Hang on a minute, so you ended it? Yeah. Oh, well, that's worth a cheers. Okay, das ist aber gut, wenn sie Schluss gemacht hat, weil dann hängt die nicht mehr so dran. Jetzt ist ja noch mehr Geier, Jungs, jetzt ist ja noch mehr Geier. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie so nach einer Woche da so schon gesteht, dass du sie eigentlich schon immer geliebt hast. Und mit ihr zusammen sein, ja, geliebt ist so krass. Mitleide sie für ihr Liebesleben und sag ihr, dass sie, dass das die richtige Entscheidung ist und sie glücklicher sein wird. Mhm. Tröste sie und versuche sie dazu zu bringen, deinen Jungs. Oh. Ey, ich schwör's euch, dieses Spiel hätte ich schon 10-mal durchgespielt, wenn wir nicht die ganze Zeit die asoziale Scheiße hier triggern würden. Ach so, okay. It's just stroking your hair because it relieves stress, they say. Did you hear this? No, I haven't. I'll send you the article. So. Ey.
sadness and sexuality don't really go together, so the wrong time for that move, old boy. Er wollte die Haare streicheln, oder? Jungs, beste. You know, I understand, because it's hard now, because you were spending every day together, and it's like, you know, something missing from your life that was always there. But that doesn't mean that it was good, right? So it will be hard for you, but it's still the right decision. It and is. You will be happier for sure. So it's all going to be okay, don't worry. Thank you. Thank you for your support. Of course, anytime. How about you? How's your love life? Oh, my love life? Well, I had some dates, but didn't meet anyone special yet. So it's okay. Okay. Correct, that's the right option. Also das Gespräch ist ja schon wie ein halber Porno. Crying all day, right? You've been doing things to distract yourself. No, of course not. Mm-hmm. I was trying to distract myself. I finally had my yoga classes. Yeah, cool. That's nice, relaxing. Yeah, and stuff. Meeting my friends for coffee. Mm-hmm. Friends I haven't seen for ages. You finally have time for you. Yeah. And shopping. You were shopping. That's like the common one, right? Women when they probably yes. want to feel I was better, laughing go shopping. At them, but like it really works, you know. In fact, I got this dress. Tell me if you like show it. Show me. Okay. Yeah, I mean the blue is your color, probably. So it's gold, isn't it? It's clearly blue. Oh nein, jetzt kommt. Do you like it? Oh nein, ist das jetzt dieses eine Kleid, dieses, wo manche Gold oder Blau sehen? Sag, dass du sie anbaggern würdest, wenn sie dieses Kleid tragen würde, natürlich nur, wenn ihr keine Freunde wärt. Sag, dass es ziemlich nett aussieht. Ja, nett ist der kleine Bruder vom Scheiße, ne? Sag ihr, dass es gut auf deinem Schlafzimmerboden aussehen würde. Es ist eigentlich geil. Sag ihr, dass sie keine neuen Kleider braucht, dass sie immer gut aussieht in Sportklamotten etc. Ja, das ist schon auch schon wieder zu komplimentvoll. Oh mein Gott, ich würde gerne mal auf so einem Kleid. Was? Ich würde gerne mal auf so einem Kleid. Aber gerade. Soll das Wichsen sein? Aber das ist grammatikalisch doch falsch. Jungs, wir machen jetzt aber nur noch die safen Sachen, okay? Ja, die Frage ist nur, ist es D? Ist safe? Auf jeden Fall ist es safe, Jungs, dann gönnen wir uns mal it's a great dress. You know what? If you were in that, wieder out just like tea. Just jizz all over take it, right it, here. Take it. Oh, okay, got it. God. You ready? Oh, oh, baby, where are you going? Ah, how romantic. Was, da steht sie direkt auf? Niemals. Hätte doch eigentlich eher gelacht, ob er das ernst meint. Das ist so schwierig, Alter. Das erste. Wenn ihr keine Freunde wärt. Weil sie ist ja schon ein bisschen lockerer geworden. Das heißt, dann würde sie so einen Move machen wie so. Ja, aber vielleicht sind wir ja nicht mehr nur noch Freunde. Und dann so ein Pornoblick, Alter. Wird man das im Real Life? Obwohl, doch, es kommt eigentlich schon hin. Schau mal, A. Ist well, yeah, if you were in a tight dress, aber das ist wahrscheinlich das Mittelding. Probably want to make a move on you, so. I guess it's nice. Yeah. I mean, like a friend, if I wasn't. Mm-hmm. Like if I was your friend. No, if I wasn't your friend and I didn't know you. Ah, nee, ich glaube, die. Nee, ich glaube, das ist and nicht. The kind of guy that wasn't too scared to make moves, then I would make a move on you. Right. Yeah. So, I mean, basically, it's a nice dress. Oops. Ich wusste, es ist halt nur. Der hat's scheiße gemacht. And, you know, it's not worth being verbally sexual before you've kissed a girl. Really, most cases it fails. So tell me about that girl that you said you liked and you had a couple of dates. Ah, Rebecca, yeah. Well, we had a nice date. Okay. But then I kind of texted her like, hey, how are you? Let's meet again soon. Go for a drink or something. And she didn't reply, but I don't know, maybe she died or is in hospital or lost her phone or something like this. The reason for that is because you're too awkward. Awkward? Sure. Me? Yes.
You don't have social skills at all. Kitzle sie, oder? Frag sie, was du tun könntest, um weniger seltsam zu sein. Erzähle ihr eine Geschichte, um ihr zu zeigen, was du zu bieten hast. Viele seltsame Typen sind auch cool, zum Beispiel Mark Zuckerberg. Ich glaube sogar schon fast, dass... Ich glaube sogar schon fast, dass A sogar richtig ist, Alter. Kitzle sie. Es kommt drauf an, wie er es macht. Wenn er jetzt so richtig awkward so voll auf die drauf geht und dann so, dann ist es natürlich scheiße. Guck mal. More awkward? Yeah. Let me tell you something about that. What? What's that? He's awkward now, eh? You're so awkward. So embarrassing to be with someone so awkward. Muss los. This is actually a very good way to escalate things because it's kind of between playful das and sexual. Geklappt, ja. So it should be accepted Alter, wie es by most girls. Mann, they should be fine with it, but it allows you to get a little bit intimate. So tell me, have you got anything nice to look forward to? Any plans coming? Yeah, of course. Uh-huh. First of all, I'm going to Russia. So oh nein, nicht schon wieder Russland. And my grandparents, Babushka. I haven't seen yeah. Die ist doch russisch. To Russia. Yes. You're gonna meet Putin? Hope so. Putin. And then when I'm coming back, I'm starting my interior design course. Ah, very cool. You were talking about that for a long time. Yeah, I'm waiting. And now it's starting. Brilliant, that'll be great. That's something to look forward to. Yeah, it is. Alright, well cheers. Actually, the third toast, you need to drink it all. That's like tradition in my family. Oh. And yeah. I'll try. So anyway, yeah. Hey, diese Soundeffekte, ey. Oh, come on. What's that? Useless. I have to do it, but it's only because it's my family tradition, you know? Not because... You're not nervous or something? No, of course not, but just for tradition. Okay. Hä, warum fragt sie ihn noch... Also jetzt ist es echt schon kurz vor Ende Gelände, Alter. Also das ist jetzt so obvious. Sag ihr, dass du sie küssen willst, frag sie, ob sie dich küssen will. Wenn sie nein sagt, kannst du behaupten, dass es nur ein Witz war. Kämpfe spielerisch mit ihr und küsse sie dann. Sie ist absolut open. Eigentlich ist es egal, was man drückt, glaube ich. Nee, obwohl, nee, das B ist schlecht. B ist schlecht. Da bist du nicht selbstbewusst. Nee, es ist C. Ich weiß nicht, ob sie dich küssen will, weil sie. Dann zeig ihr, dass du sie küssen willst. Also A würde funktionieren, das ist aber half-half. C ist aber. Das C ist es. I'm gonna miss you when you're away. You know that I'm gonna miss you. Gonna miss you. Oh, Alter, ich kurz gleich, Alter, ist das schlecht. Jawohl! This is another nice way to escalate. Again, you know, it's a bit of fun and they're smiling. Aber and it's Alter. Actually easier to go for the kiss when the girl is relaxed. Und er fragt sich, warum er awkward ist. Sag ihr, dass du schon seit Jahren tun willst, sag, das ist seltsam, dann küsse sie nochmal. Oh mein Gott, ich habe die Freundschaft zerstört. Verlasse den Raum. So. Okay. Geil, Alter. Oh mein Gott, ich habe die Freundschaft zerstört. Freundschaft genommen. Jungs, das muss ich mir angucken. Ist zwar Bullshit, aber wir gucken uns an. I've ruined the friendship. 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 Ey. And that's that. Hä, was? Und damit basta? Was? Oder? I ruined the friendship. I ruined the friendship. Sag ja, dass du das schon seit Jahren tun willst, sagt, das ist seltsam, dann küsst sie nochmal. Ich glaube, seit Jahren ist auch ein bisschen Bullshit, weil dann würdest du ja, das kann man vielleicht irgendwann mal sagen, aber nicht am Anfang. Ich glaube, das turnt so ein bisschen ab. Das ist B, Jungs. This is so weird. We shouldn't do this.
this is a bit of psychology here, because you can think that the possible objection is that she becomes uncomfortable, she remembers that you've been friends for so long, you shouldn't do it. So if you're the one to voice this concern, then she's likely to take the opposite tack. So it's the right choice, very smart, bunch of psychology at work here, and it works very well in practice. Yeah. Damit dann auch nicht kommt so, normal tue ich sowas nicht. Ah, das ist eigentlich so dumm, ne? Weil es eigentlich immer wieder das Gleiche ist. Die Psychologie ist immer der same shit. Es ist immer derselbe Scheiß. Frag sie, ob das Ganze ins Schlafzimmer verlegen... Was? Ob sie das Ganze ins Schlafzimmer verlegen möchte? Ich glaube, die wäre sogar ready. Also so, wie sie sich gibt. Sag ihr, dass du es langsam angehen lassen willst und schau mal, ob sie morgen mit dir essen will. Wahrscheinlich geht es eher in die Richtung. Mach weiter mit ihr rum. Ich habe sogar fast das Gefühl, A, ist uncool, weil das noch so frisch ist. B, C würde aber auch funktionieren. Jo, Kilian, danke schön. Ziehen die sich jetzt auch aus oder kann ich mir noch was zum Essen machen? Wir müssen, weiß ich noch nicht. Ich wette, also eigentlich so wie sie sich gibt, wäre sie wahrscheinlich für A ready, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu... Es kommt immer aufs Mädel an, aber ich glaube, das würde eigentlich, also in einem realistischen Szenario würde A auf jeden Fall auch funktionieren. 100% so wie sie sich gibt. Aber das wird ja hier nicht funktionieren. Wahrscheinlich müssen wir die safe Nummer machen. Mach weiter mit ihr rum würde letztendlich wahrscheinlich auch dazu führen, außer die hat dann keinen Bock drauf und dann hast du ein Problem. Dann ist es wahrscheinlich, wir machen B. Listen, I think we should take it slow because I really respect you as a female and I don't want to... Nee, er macht das falsch. Das ist falsch. Das ist, glaube ich, die Hälfte. Yeah, that would be nice. Nein, das ist nicht gut. How could you? You picked the wussy option. Das ist komplett falsch, aber er hat es auch scheiße gemacht. Er hat es auch aber absolut lächerlich gemacht. Mach weiter mit ihr rum. This is the right choice. You kind of want to find a balance between moving really fast and aggressively to kind of being too slow, right? So carry on, escalate things slowly, let her get comfortable. A hätte auch funktioniert, aber das wäre so lala wahrscheinlich. Do you have a condom? Jungs, was geht ab? Monkey Wise, Dankeschön. Und für den Sub. Und Fu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Einfallsreicher Name, Dankeschön für den Prime Sub. Kilian, jetzt geht's los, Alter. Ein Kondom, echt jetzt? Hast du etwa AIDS oder sowas? So. Geil, Alter. Sagt, dass ihr nicht zu weit gehen solltet. Es sollte etwas bedeuten. Nein. Nee. Sagt, dass es kein großes Ding ist, braucht man nicht. Alter, Jungs, ich muss C drücken, es tut mir leid. Sag nein, aber vielleicht könntest du ihn mal nur mal kurz reinstecken. Es ist ja so gut. Ja, ich hab hier einen. Einen Kondom, oder? Also, das ist ja absolut schlecht übersetzt. Jungs, wo soll ich anfangen? Ich werde... Aber das, wenn man das fragt, das könnte eigentlich auch witzig sein, gell? Ich muss erst... Jungs, wir müssen ausprobieren. Kondom, no, I don't. Do you have one? No, I don't have. Oh, well, forget about that bullshit, right? You know, I've got a friend, he was like a doctor, and he said, if you just wash in like antibacterial after, you can't get anything, and even if you get AIDS these days, you don't die, you just take some pills and stuff. No. So it's no big deal. Don't worry about it. You know, well, I don't think we need it. But I don't think it's a good idea. It's a very good idea. No, I better go. Wait, das ist gar nicht die Antwort, die ich ausgewählt habe. You can clean your pussy for me. Ach so. When a girl's coming to your house, you've always got to be prepared. Kind of like a Boy Scout. But older. Bro, Ach,
oh mein Gott, ich hab zuerst gedacht, das wäre so ein Joke, kein großes Ding, dass der seinen Prängel damit meint, versteht ihr? Weil ich hab gedacht, das wäre so ein witziges Argument, dass der praktisch so klein ist, dass da nichts passieren würde, versteht ihr? Jungs, ich hab schon wieder über fünf Ecken gedacht, ja. Ganz klar. Das wäre eigentlich der Überjoke gewesen. Sag nein, aber vielleicht könntest du ihn nur mal kurz reinstecken. Du musst ihn nur auch ausprobieren. Oh no, I don't have one, but maybe I could just put it in a little bit. Oh no, just no. Ey. And then I just finish like somewhere else. Where do you want it? Ach like, so? Yeah, or... No. But maybe you could just Alter, muss los. Mm-mm. I don't like this idea at all. Okay. Wie, er guckt richtig enttäuscht. Okay, you blew it, but hopefully you'll get another. Warum hat das denn nicht geklappt? Lächerlich. So, also was wäre jetzt die richtige Antwort angekommen? Also wie gesagt, das könnte witzig sein. Ja, dann ist das Ding doch schon eingetütet. Wenn er eins hat, dann ist das Ding doch schon durch, oder nicht? Oh, Burak? Of course I've got one right here. My shoe. Yeah, prepared. Yeah, my mom told me. Im Schuh. Okay. Alles gesehen. Now you don't want to break the action and the mood, so to speak, so make sure that you've got some... Wir kleinen Untermenschen, die halbstarken Internet-Boys, Alter. Go far, or even worse, you know, run down to the store to buy something. You help in the bathroom? Oh yeah, of course. Here you go. Hat er gerade ernsthaft gesagt, du sollst dich strategisch überall im Haus platzieren? Junge, was ist los? Was ist los? Vor allem, du gehst doch nicht davon aus, Alter, was? Yo, Blady, danke schön für den Prime Sub. Ich meine, obwohl, doch, du kannst schon davon ausgehen, aber dann, ich meine, das ist doch, ich meine, wenn er doch weiß, sie geht aufs Sofa oder so, dann. Warum im Schuh, Alter? Macht ja gar keinen Sinn. Vor allem überall im Haus, oder? Am besten, weiß ich nicht, Alter, an der Eingangstür im Handgriff. Kilian, dankeschön. Naja, Mate, ich bin eh kein Mann für eine Nacht. So viel Zeit habe ich nicht. Der gute alte Spruch. So, das ist komisch. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte unsere Freundschaft ruinieren. Es ist schon ruiniert, Bro. Ich bin so froh, dass wir das getan haben. Sagt, dass ich nun endlich die 5 Jahre lange qualvolle Freundschaft ausgezahlt hat. Die Asen-Abtörner. Weil dann gehst du wieder in diese Friendship-Zone. Ich bin so froh, dass wir das getan haben. Das hört sich auch komisch an. Das ist zäh, oder? Aber obwohl lange, qualvolle Freundschaft hört auch scheiße an, oder? Das ist einfach nur ganz stupide. Finally happens. Oh nein. Oh nein. Junge, was macht der Typ, Alter? Das hab ich nicht ausgewählt. It's amazing. And when I was like putting it in like this, and you're like, it's amazing, God. So cool, we finally. Alter. Remember when I said, ach so, honestly, das ist auch noch okay. You don't need to lie, but maybe not saying exactly what you're thinking. Not the best thing to do in this case. Bestimmt hockt er sich daneben. Hey!